In diesem Video stelle ich Markdown vor. Markdown ist eine Auszeichnungssprache. Eine Auszeichnungssprache ist eine Art Text, in der Textstellen wie Überschriften, Listen, fette Textstellen, kursive Textstellen und so weiter mit Sonderzeichen markiert werden, anstatt wie in Word oder einer anderen Textverarbeitungssoftware mit dem Cursor markiert und dann durch Knopfdruck in einem anderen Stil ausgezeichnet werden, der direkt im Dokument gerendert wird. Markdown ist ein Wortspiel mit dem Begriff Markup. Markup heißt auf Englisch Auszeichnung. Die Sprache Markdown wird dir dazu dienen, in unserem Kurs eine Dokumentation zu führen. Es ist eine Sprache, die sehr weit verbreitet ist, im Web vor allem, die von vielen CMS verstanden wird. Sie wird von Slack verstanden, sie wird von Discord verstanden, sie wird von Trello und Notion verstanden. Das sind Projektmanagement-Programme. Es gibt ein sehr weites Anwendungsfeld. Es ist sehr einfach zu erlernen. Du wirst sehen, dass in 10 Minuten du alles weißt, was du brauchst. Ich habe hier zwei Programme offen. Auf der linken Seite die App Markdown, auf der rechten Seite die App IA Writer. IA Writer kostet etwas, Markdown ist gratis. Beide Apps haben einen Eingabemodus, wo du siehst, wie Markdown aussieht, währenddem du schreibst. Und beide Apps haben einen Ausgabemodus, wo du den gerenderten Output als Vorschau siehst. Aus beiden Apps kannst du PDF und HTML exportieren. Du kannst Markdown aber auch in einer beliebigen anderen Software schreiben, zum Beispiel mit TextEdit oder mit einem Programmiertexteditor wie Visual Studio Code oder etwas Ähnlichem. Ich zeige jetzt, wie du Markdown schreibst und dann kannst du es selber ausprobieren. Ich liste zuerst einige Elemente auf, die ich zeigen möchte. Ich möchte zeigen, wie man eine Liste schreibt. Ich möchte zeigen, wie Überschriften geschrieben werden. Ich möchte zeigen, wie Links funktionieren oder Bilder. Und du siehst, dass wenn ich hier etwas mit einem Bindestrich davor schreibe, dass das sofort als Liste interpretiert wird. Gerendert werden Listenpunkte und das müsste theoretisch auch auf der Seite des IA-Writers funktionieren. Der müsste eigentlich mit updaten. Das funktioniert jetzt in diesem Fall nicht. Vielleicht muss ich das Dokument mal speichern. Jetzt ist es gegangen. Also auch hier wird eine Liste gerendert. Die Punkte sind etwas kleiner, der Font ist anders. Aber jede Software interpretiert Markdown ein bisschen anders. Das hat damit zu tun, dass ein Stylesheet zur Interpretation verwendet wird, wo die Regeln für die Art und Weise, wie das geht, festgehalten sind. Und die unterscheiden sich. Also ein Grund dafür, den IA-Writer zu kaufen, wäre vielleicht, dass du ein bisschen schönere PDF exportieren willst, als es mit Markdown möglich ist. Listen kennen wir jetzt. Jetzt schreibe ich eine Überschrift und das geht mit der Raute. Die Raute schreibst du mit der gedrückten Alt-Taste und der 3. Und wenn ich jetzt Text hinten anfüge, kriege ich eine Überschrift. Und je mehr Rauten, das ich schreibe, desto weiter nach unten in der Hierarchie der Überschriften gehe ich.
zum Beispiel zwei Rauten, geben einen Titel, der etwas weniger groß geschrieben wird als einer mit einer Raute. Hier wird auch noch eine graue Zeile eingefügt, eine graue Hilfslinie. Jetzt kennen wir Überschriften. Wenn ich weder Rauten noch Bindestriche vorne anstelle, dann schreibe ich normalen Text. Überschriften werden mit Rauten ausgezeichnet. Das ist ein normaler Textabsatz. Innerhalb eines Textabschnittes kann ich mit Sternen Worte einfassen und das führt dazu, dass sie kursiv geschrieben werden. Wenn ich zwei Sterne nehme, dann kriege ich fett ausgezeichneten Text. Und jetzt habe ich gesagt links, auch hier schreibe ich zwei Rauten für die Überschrift. Und um das einfach einmal gezeigt zu haben, mache ich noch eine dritte Raute, dann wird die Überschrift noch etwas kleiner geschrieben. Mit vier Rauten wird es noch etwas kleiner. Das kannst du weiterführen bis zu sechs. Also es gibt sechs Überschriftebenen. Links werden geschrieben. Mit eckigen Klammern. Und eckige Klammern schreibst du mit der gedrückten Alt-Taste und der Taste 5. Und um sie zu schließen, Alt-Taste 6. Alt 5, Alt 6. Und damit zeichnest du den sogenannten Ankertext aus. Das ist der Text, der gestylt wird, dass es aussieht wie ein Link und der auf einen Mausklick zur URL springt, die für den Link angegeben wird. Und diese URL schreiben wir hinter die geschlossene rechteckige Klammer mit runden Klammern. Und Achtung, hier kein Leerzeichen machen. Und hier schreibst du eine URL. Und das führt dazu, dass diese Textstelle Link in diesem Fall blau ausgezeichnet wird. Der Cursor wird zur Mickey Maus Hand. Es gibt einen Unterstrich und wenn ich das anklicken würde, würde wahrscheinlich diese Adresse im Browser aufgehen, vielleicht sogar in der Vorschau. Ich mache es jetzt nicht. Und auch hier auf Seiten des IA-Writer siehst du, dass der Link speziell gerendert wird und auch hier erscheint dieser Link-Cursor. Und Bilder sind fast gleich wie Links. Ein Bild, ich habe hier eines vorbereitet, das heißt enterprise.jpg. Um ein Bild einzufügen, schreibst du das gleiche wie für den Link. Zusätzlich kommt hier ein Ausrufezeichen dazu. Das ist die komplizierteste Zeichenfolge in Markdown. In die rechteckige Klammer könnte ein alternativer Text geschrieben werden, der angezeigt würde, wenn das Bild nicht gefunden wird. Aber du kannst es auch leer lassen. In die runde Klammer kommt die Adresse des Bildes, der Pfad. Weil das Bild am gleichen Ort gespeichert ist bei mir wie die Markdown-Datei, reicht es, wenn ich den Dateinamen einfüge. Enterprise.jpg und dann wird das Bild in den Text eingefügt, sobald es gerendert wird.
IA-Writer will das nicht tun, weil wir uns auf dem Schreibtisch befinden und IA-Writer ist so konfiguriert, dass Bilder gerendert werden, wenn die Dokumente an einem bestimmten Ort abgelegt sind. Ich bin nicht ganz sicher, im Dokumenteordner oder in der Cloud. Aber es funktioniert schon. Der Schreibtisch wird hier einfach nicht akzeptiert. Und dann gibt es noch ein letztes Element, das wichtig ist für technische Belange, das sind Code-Bausteine. Ich schreibe hier noch einmal eine Überschrift. Code-Bausteine. Das ist gerade bei mir im Unterricht wichtig, dass du etwas hast, um dir das aufzuschreiben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das erste ist Code innerhalb einer Zeile. Zum Beispiel, wenn ich beschreiben möchte, wie Links in Markdown geschrieben werden. Links werden in Markdown so geschrieben. Und wenn ich jetzt die Link-Syntax einfüge, dann würde das beim Rendern als Link interpretiert. Zum Beispiel so Ankertext und dann https://. Hello. In der Vorschau wird das als Link gerendert, aber ich möchte das als Beispiel für Code in der Zeile haben. Und damit dies als Code interpretiert wird, muss ich auch hier Sonderzeichen schreiben. Für Code-Bausteine ist es der sogenannte Backtick. Der Backtick ist auf deiner Tastatur, wenn du eine Schweizer Tastatur hast, links von der Backspace-Taste, von der Lösch-Taste. Und das ist das Zeichen, das für den accent grave auf Französisch für den Gravis verwendet wird. Wenn ich das tippe, dann wartet die Software darauf, dass ich noch ein Zeichen schreibe, zum Beispiel ein A, und dann hätte ich ein A mit einem Akzent. Wenn ich aber stattdessen die Leertaste schreibe, drücke, dann kriege ich nur diesen Backtick. Und dann am Ende des Code-Bausteins wieder einen Backtick. Und jetzt, das Syntax-Highlighting ist jetzt hier anders, es ist grau geworden. Und wenn ich nach unten scrolle, dann sehe ich, dass hier der ganze Text angezeigt wird, allerdings in einem kleinen Kistchen und in einer Monospace-Schrift. Und bei dem IA-Writer ist es auch grau hinterlegt in einer Monospace-Schrift. Also das ist Code innerhalb der Zeile und dann gibt es noch Code als ganzer Absatz. Und ich könnte jetzt zum Beispiel ein bisschen HTML schreiben, zum Beispiel eine Liste in HTML beginnt mit dem Unordered List Tag und dann folgen sogenannte Li Tags. Und nachdem das Li heißt List Item, wenn das List Item zu Ende ist, muss der Tag geschlossen werden und dann copy-paste ich das zwei, dreimal und ändere noch den Inhalt und dann schließe ich die Unordered Liste ab und das Ganze kann ich noch einziehen mit einem Tabulator. So. Und interessanterweise wird das gerendert. Also die Markdown Engine, die Software, die Markdown rendert, versteht auch HTML. Markdown und HTML sind sehr eng verwandt. Markdown ist eine Art HTML-Vorstufe. Also, dass auch das nicht interpretiert, sondern als Code-Absatz verstanden wird, schreibe ich wieder Backticks und zwar drei. Und wenn das wieder zu Ende ist, schreibe ich wieder Backticks, weil wenn ich jetzt hier einfach weiterschreibe, dann gibt es einen sehr langen Codeabsatz und wenn ich möchte, dass dieser Text nicht mehr dazugehört, dann schließe ich das wieder mit drei. Ich copy-paste es, weil es mühsam zu tippen ist, mit drei Backticks ab. Und jetzt habe ich hier einen
Code-Block. Und auch der IA-Writer hat das verstanden. Auch hier wird es ein bisschen anders interpretiert, aber in einer Monospace-Schrift, um zu zeigen, dass das Code ist. Jetzt weißt du alles über Markdown. Probiere es einmal aus und ich hoffe, es wird dir von Nutzen sein.